Also mit abgelaufenen Lebensmitteln, wir kaufen eigentlich sehr bewusst ein, oder versuchen zumindest, und schauen, dass sie nicht verfallen. Aber wenn sie jetzt im Verfallen kennen, dann gibt es ja gewisse Sachen, die man gleich noch ein, zwei Tage später essen kann. Und man versucht das eigentlich zügig zu verwerten, also im Kochplan einzuplanen. Nein, eigentlich, wenn sie abgelaufen sind, dann würde ich sie entsorgen. Also bei mir kommt es halt darauf an, wenn es jetzt ein paar Tage abgelaufen ist, schmecke ich vielleicht zum Beispiel an der Milch oder so, kann man ja daran schmecken, ob es noch gut ist oder nicht. Und sonst, also je nachdem, im Kompost oder im Abfall. Also je nachdem, also ich schaue schon mal ein Joghurt ab, Datum abgelaufen, dann sage ich, okay, wie sieht es aus, wie schmeckt es, hat es noch keinen Schimmelpilz drauf, und dann esse ich das also noch. Ich würde es jetzt nicht meinen Gästen und meinen Freunden auftischen, aber ich selber, ich nehme das Risiko schon mal auf mich und verwende das noch. Das ist meistens ein bisschen übertrieben, die Ablaufdaten. Wieso würde ich das sehen? Lebensmittel, die abgelaufen sind, das ist für mich gewagt, ist kein Thema, weil ich ganz genau schauen, ganz genau einkaufen, saisonal, regional, alles zusammen berücksichtigen, ist gar kein Thema mehr für mich. Und die Furtrührerei bei meinen Jungen, die ich auch mitbekomme, finde ich, ist kein Thema. Nicht machen. Weil die Abfalldaten, finde ich, sind völlig übertrieben.